Wie schauen denn die klassischen Beete aus? Wenn ich so bei mir im Dorf ein bisschen rumlaufe und rumgucke, dann schauen die Beete folgendermaßen aus, dass alles eine schön gerade ist, schön im eckigen Beet, alles ganz genau in eine Reihe, meistens dann eine Kultur und mit den optimalen Abständen, wie es sich für Deutsche gehört. Eine höllische Präzision. Vielleicht haben damals wir Deutschen die Pyramiden gebaut. In mein Kämmerlein blüht auch ein Blüh. Ist jetzt nicht das Thema. Ich möchte viel lieber über andere Beetarten sprechen, die meiner Meinung nach viel effektiver und ansehnlicher sind als die herkömmliche Beete. Mit ihnen können wir sogar die Artenvielfalt und unseren Ertrag steigern. Du kannst auf verschiedene Materialien zurückgreifen, um dein Hochbeet aufzubauen. Es geht sogar auch kostenlos. Also ich habe zwei Hochbeete, die ich mit Holzbrettern gebaut habe. Die habe ich damals von einem Freund geschenkt bekommen. Du kannst aber auch vier Paletten nutzen und die habe ich kostenlos damals auf eBay Kleinanzeigen gefunden, weil die Leute die einfach wegbringen wollten. Und da habe ich die einfach aufgestellt, habe dann hier ein Hochbeet, was ungefähr 1 Quadratmeter ist, auch von der Höhe her ungefähr 80 bis 1 Meter hoch, finde ich optimal. Habe das dann genutzt. Du kannst, wenn du möchtest, eine Folie reinnehmen, dann haltet das Holz etwas länger und da rieselt auch die Erde zum Beispiel nicht raus. Du kannst auch da nochmal Bretter zumlagen und die Lücken füllen und das dann so einfach hinstellen. Dann hast du halt mit der Zeit verrottet dann dieses Hochbeet. Dann hast du vielleicht irgendwann später ein Hügelbeet, wo wir auch noch später dazu kommen. Aber du kannst auch theoretisch gesehen dein Hochbeet auch aus Steinen pflastern oder auch machen, einfach aufschichten. Dann hast du nochmal zusätzlich den Effekt, dass du drumherum diese Sonnenspeicherungsfähigkeit hat und dann Beet sich schneller erwärmt. Jetzt noch zwei Tipps, wie du deinen Ertrag zusätzlich erhöhst. Und zwar kannst du auch ein Rohr in die Mitte von dem Hochbeet reinsetzen, wo du auch Löcher reinbohrst und da schmeißt du dein organisches Material, also deine Küchenreste rein. Und der Sinn dabei ist, dass dann die Regenwürmer da reingehen, hier sich das ganze organische Material holen und in dem Hochbeet verteilen und hier die ganze Zeit dafür sorgen, dass der Boden fruchtbar ist und die Mikroorganismen immer am Arbeiten sind und dadurch die Pflanzen dann noch viel besser wachsen. Oder du kannst auch von außen Löcher reinbohren oder auch reinmachen, wenn du es aus Stein baust. Und dann kannst du von außen hier Erdbeerpflanzen reinsetzen und hier nochmal zusätzliche Fläche in die Höhe mit ausnutzen. Das Prinzip mit dem Rohr im Hochbeet führt uns dann letztlich zum Keyhole-Beet, was letztlich nichts anderes ist als ein Hochbeet, was halt ein bisschen cooler aufgebaut ist. Also manche nutzen halt Weiden oder Steine um Schicht, bauen sich das halt so auf und das ist dann meistens so ein Halbkreis oder du kannst auch einen ganzen Kreis nehmen, dann kommst du vielleicht nicht ganz so einfach ran in die überall die Stellen, aber in der Mitte hast du dann einen Kompostbereich, wo du halt hier dein ganzes organisches Material hinwirfst und auch hier das gleiche. Die Mikroorganismen, die Regenwürmer und das Kleinstlebewesen, das zersetzt und dann auch hier in die Erde mit abgeben, beziehungsweise dass die Pflanzen auch dort ihre Wurzeln hin ausstrecken und dort die Nährstoffe bekommen. Ich für meinen Teil finde das Keyhole-Beet ästhetischer als das Hochbeet. Bessern wir die starre Ordentlichkeit der deutschen Gärten mit Mischkultur etwas auf. Also ein Beet mit nur einer Kultur hat nochmal die zusätzliche Gefahr, dass da sich viel schneller Krankheiten und Schädlinge ausbreiten. Das können wir mit Mischkulturen beseitigen, mit Helferspflanzen beispielsweise Basilikum, Kapuzinerkresse, Tagetes, Knoblauch, Zwiebeln. Ich habe ein ganzes Video auch dazu gemacht, welche Mischkulturenkombinationen sich auch eignen. Wie gesagt, oben in der Infobeschreibung oder unten in der Videobeschreibung werde ich ja jetzt nicht mal weiter drauf eingehen. Die Mischkulturen helfen uns einfach dabei, dass wir weniger Zeit in die Schädlingsbekämpfung investieren müssen, weil zum Beispiel beim Kohlweißling, wenn wir die richtigen Pflanzen reinsetzen, bedeutet das einfach nur, dass der Kohlweißling durch die Düfte zum Beispiel irritiert ist und den Kohl nicht mehr findet und dort seine Eier nicht mehr ablegen muss. Und wir unsere Kohlpflanzen nicht immer untersuchen müssen, ob da Eier drunten liegen oder wenn sie mal angefressen sind, Kohlweißling-Raupe aufwendig vom Grünkohl zu entfernen zum Beispiel. Kulturmeisterwerk möchte ich an der Stelle doch trotzdem noch erwähnen und zwar von den Mayas mit ihrem Milpa-Beet, die Kombination von Mais, Bohnen und Kürbis. Der Mais dient als Klettergerüst für die Bohnen. Die Bohnen können auch hier wieder Stickstoff aus der Luft in den Boden mit rein befördern. Dadurch dienen sie halt sozusagen als Dünger für den Mais. Und der Kürbis unterdrückt halt durch seine Ausbreitung am Boden das ganze Beikraut, wodurch halt der Mais und die Bohnen besser wachsen können. Hier sehr wichtig, du brauchst halt wieder das richtige Timing, weil wenn das nicht stimmt, dann funktioniert das ganze Beet nicht, weil die Bohnen brauchen halt den Mais als Klettergerüst. Wenn die Bohnen zu schnell wachsen, dann ranken sie vielleicht nur am Boden herum. Wenn der Mais nicht fertig ist oder gar nicht aufkeimt und der Kürbis, wenn der zu schnell wächst und kann dann seinerzeit vielleicht auf der Fläche den Mais und die Bohnen überdecken und dann gar nichts davon wird. Was gehört unter anderem zu den schlimmsten Sachen, die einem Gärtner passieren kann?
Es ist Wurzelfäulnis, verursacht durch Staunässe. Und das können wir auch verhindern, indem wir zum Beispiel Swales machen oder Pflanzgraben. Das heißt, dass wir unsere Beete erhöhen, indem wir halt Gräben zwischen die Beete mit anlegen. Dadurch wird halt überschüssiges Wasser von den Beeten, fließt dann runter in die Gräben rein. Und die Gräben können wir auch nochmal zusätzlich nutzen, um halt zwischen die Beete auch zu laufen. Beete sind erhöht, hat nochmal den Vorteil, dass hier bessere Luftzirkulation stattfindet und auch der Boden besser mit Sauerstoff versorgt wird. Mikroorganismen können auch hier wieder besser arbeiten. Und mit der Sonne erwärmt sich das Beet auch viel schneller, weil es auch wieder eine erhöhte Position hat. Diese Eigenschaft können wir uns auch zunutze machen und auch für mein Lieblingsbeet nutzen in der Permakultur, und zwar dem Hügelbeet. Ich finde es grandios, was man mit dem Hügelbeet alles machen kann. Vor allem mit dem Aspekt in einem trockenen Sommer, dass halt hier immer noch genug Wasser vorhanden ist. Grund deshalb, wir nehmen halt Holzstämme als Grundlage und da schichten wir halt unser ganzes organisches Material rein. Also erstmal ganz normal Holzstämme, dann vielleicht Holzhäcksel, Astrückschnitte, dann Mist, Laub, Bokashi, Pflanzenkohle, Grünschnitt, schichten alles auf und oben halt dann zum Beispiel Komposterde oder ganz normale Gartenerde. Vorteil davon ist, dass sich halt die Holzstämme ordentlich mit Wasser aufsaugen können und diese dann an den Pflanzen langsam weitergeben können, wenn sie halt ihre Wurzeln nach unten in die Holzstämme erreicht haben. Dadurch haben die Pflanzen eine gute Wasserversorgung, auch in den wochenlangen Dürreperioden. Mit dem Kompost, den wir sozusagen aufgesetzt haben, haben wir auch hier Mikroorganismen und das Bodenleben und die Nährstoffe, die die Pflanzen dauerhaft versorgen. Das heißt, wir müssen auch hier nicht düngen. Wenn wir noch Mulch einarbeiten, verbessert sich das Ganze nochmal mit der Wasserspeicherfähigkeit und auch mit den Nährstoffen für die Pflanzen. Und wir können auch hier verschiedene Kleinklimazonen ausnutzen. Wir haben halt hier eine Nordseite, noch eine Südseite und auch eine erhöhte Position, wo wir hier an der Südseite und an der erhöhten Position wunderbar wärmeliebende Pflanzen reinsetzen können, die auch tief wurzeln. Also wir können halt hier zum Beispiel Tomaten reinsetzen. Auf der Nordseite ist es ein bisschen kühler, noch mehr Schatten, die mehr in einem Halbschatten wachsen. Zum Beispiel Salatpflanzen. Und dann vorne an der Südseite können wir hier in den unteren Ebenen auch hier wärmeliebende Pflanzen reinsetzen und die halt sehr viel Sonne brauchen, zum Beispiel Knoblauch und auch Zwiebeln. Also hier können wir unsere Kreativität in Sachen Mischkultur freien Lauf lassen. Und diese ganzen positiven Aspekte finde ich so wunderbar in dem Hügelbeet. Deshalb ist es auch eins meiner Lieblingsbeete, was ich sehr effektiv finde in einer Permakultur. Und weil ich ja vorhin kurz das Mulch angesprochen habe, No-Dig-Verfahren, seine eigenen Kartoffeln anzubauen, ohne dafür jetzt die auch anzuhäufen, einen Dämmen hoch zu bekommen, sondern auch hier effektiv in einem Heubeet Kartoffeln anbauen und auch erfolgreich zu ernten, die halt auch einen guten Ertrag abwerfen. Und danach hier den Kartoffeln einfach auf die Oberfläche hin wirklich gut mulchen, damit die halt hier kein Sonnolin bilden aufgrund der Sonne. So kann man ohne viel Anstrengung und Graben seine eigenen Kartoffeln beispielsweise anbauen. Ich bin ja sowieso der Freund vom No-Dig-Verfahren, habe auch einige Videos dazu gemacht, werde ich dir auch wieder verlinken, dass man das halt hier mitnutzen kann, indem man hier ordentlich mulcht und mehr No-Dig- und Mulchbeete anlegt, um halt hier das Pflanzenwachstum auch zu verbessern. Schaut vielleicht für den einen oder anderen etwas unordentlich aus, die halt jetzt nur die konventionellen Beete in einem Garten gewöhnt sind, aber vertrau mir, das Pflanzenwachstum wird besser, ist halt ein geordnetes Chaos und wenn man sich daran gewöhnt hat, wird man das auch nicht mehr missen wollen. Genauso wenig wirst du auch meine Videos vermissen, sind informativ und lehrreich und auch spannend. Könnt ihr dabei helfen, deinen eigenen Permakulturgarten weiter aufzubauen oder dir auch ein paar Gesundheitstipps mit an die Hand geben in Sachen natürliches Leben. Hier an der Seite findest du die Videos.